Hallo liebe Tierfreunde, mein Name ist Sigrid Altmann. Ich begrüße euch recht herzlich zur ersten Sendung von Hund sucht Hütte. Gleich geht's los, ich freue mich. Wir von Hund sucht Hütte helfen Wuffis, ein neues Zuhause zu finden. Außerdem zeigen wir ihnen spannende Reportagen sowie Tipps und Tricks rund um ihre Vierbeiner. Für die erste Ausgabe hat unser Team recherchiert, wie es Straßenhunden in Bulgarien ergeht. Außerdem stellen wir euch die süßen Fellnasen Sandy, Rocky und Medo vor, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber eins gemeinsam haben: Sie suchen ein neues Zuhause. Aber davor fragen wir die Hundetrainerin Regina Schuler, welcher Hund zu welchem Besitzer passt. Auf die Pfoten, fertig, los! Liebe Zuseher, wir versuchen ja in unserer Sendung Hund sucht Hütte einen idealen Platz, also den idealen Platz für einen Hund zu finden. Deshalb meine Frage an dich, liebe Regina, welche Tipps hättest du für uns? Beziehungsweise, welcher Hund passt ideal zu wem? Also in erster Linie sollte man sich überlegen, wie der Alltag ausschaut. Wie viel Zeit habe ich für den Hund? Wie wohne ich? Wie viel Platz habe ich? Das ist mal ganz elementar. Wenn ich zum Beispiel vorher berufstätig bin und auch alleine bin, Single, dann sollte ich mir schon gut überlegen, ob ich mir überhaupt einen Hund nehmen soll, in erster Linie. Es können aber viele Leute natürlich gut vereinbaren mit ihrem Job. Dann sollte mir aber bewusst sein, wenn ich mich für eine sehr lebhafte Rasse entscheide, wie ein Border Collie oder ein Magyar Vischler, dass diese Hunde sehr viel Bewegung brauchen, dass ich natürlich auch dementsprechend früh vor der Arbeit aufstehen muss, um den Hund in erster Linie schon mal auszulasten, dass die Mittagspausen dann auch dem Hund gehören. Und nach der Arbeit natürlich auch die Zeit. Also da könnte man zum Beispiel gerade aus dem Tierschutz einem älteren Hund ein Zuhause geben, der einfach nicht mehr diesen Bewegungsdrang hat, sondern der einfach nur dankbar ist, mit dabei sein zu dürfen, ein liebevolles Zuhause zu haben. Oder auch einfach Rassen, die etwas dankbarer sind und denen es auch reicht, die natürlich auch Bewegung brauchen, aber denen es auch reicht, wenn sie einfach 1 bis 1,5 Stunden am Tag draußen sind und sonst einfach mit ihrem Menschen dabei sind. Wenn ich jetzt als Hundehalter bereits Kinder habe und mir einen Hund anschaffen möchte, worauf soll ich da achten, wenn ich mir einen Hund zulege? Also ganz pauschal kann man schon sagen, dass es so ist, dass ein Hund, der mit Kindern zusammenlebt, relativ stressresistent sein muss. Da ist es immer am allerbesten, man nimmt sich eigentlich einen Welpen. Den kann man selber prägen, der lernt die Welt mit seiner Familie und den Kindern kennen. Für den ist es ganz normal, dass Kinder rumwirbeln durchs Haus, dass sie laut sind, dass sie unkoordiniert sind. Das ist einfach Alltag. Auch da muss man aber schauen, es gibt schon auch gerade, wenn man Hunde rettet, sehr viele Welpen, die einfach einen ganz miserablen Start ins Leben hatten, die selbst mit ihren 8, 9 oder 10 Wochen schon massiv verängstigt sind. Also darauf sollte man auch achten. Oder was ja ganz ideal ist, was zum Glück wirklich super ist mittlerweile im Tierschutz, es gibt sehr viele Pflegestellen, die Hunde einfach dann auf Herz und Nieren testen und sehr wohl auch sagen können, dass auch ein erwachsener Hund eventuell mit Kindern gut klarkommt, weil er vielleicht einfach nur ein Scheidungsweiser ist. Oder sich die Familie umziehen musste und den Hund nicht mitnehmen konnte. Also da einfach sehr informieren und nicht in erster Linie nur danach gehen, ob mir der Hund gefällt, sondern ob er wirklich einfach mit Kindern kompatibel ist. Die Retrieverrassen sind in der Regel sehr geeignete Familienhunde, weil sie wahnsinnig menschenfreundlich sind. Sie sind sehr stressresistent, sie sind lebhaft. Man kann mit ihnen alles machen, es ist aber oft auch mal, auch da unterscheiden sich die Linien, aber oft mal nicht so schlimm, wenn sie einfach nur mal mit dem Kind auch durch den Garten toben. Also sie sind relativ dankbare Hunde. Bei den Mischlingen sollte man sehr darauf achten, ob man eventuell rausfinden könnte, was sich für Rassen da zusammengetan haben, was wirklich gerade bei den Straßenhunden oft sehr schwer nachvollziehbar ist, weil da oft schon die Elternteile und schon extreme Mischlinge sind. Aber wenn man da zu einer seriösen Organisation kommt, versuchen die sehr wohl auch zu helfen und zu schauen, was einfach für Rassen drin sind. Weil zum Beispiel gerade in diesen ganzen Ländern wie Rumänien und Ungarn, dass da wirklich oft Herdenschutzhunde drin sind. Und da muss man einfach aufpassen, diese nicht zu unterschätzen. Die haben einen ungemeinen Schutz- und Wachinstinkt. Und wenn man zum Beispiel dann noch selbstständig ist und in der
im Haus die Firma hat, braucht man sich nicht wundern, wenn durch den Hund dann keiner mehr aufs Gelände gelassen wird. Kannst du uns ein bisschen was über deine Hundeschule für alle Fälle berichten? Also wir haben sie vor 4 Jahren eröffnet. Davor habe ich 3 Jahre lang ein Studium in der Schweiz gemacht zur Tierpsychologie mit Schwerpunkt Hundeverhaltenstherapie und habe dann eben, wie du schon gesagt hast, weltweit eigentlich mein Wissen in Praxisseminaren und Praktikas erworben, um mir eben mein eigenes Bild von Hundeerziehung zu machen und um unseren Weg zu finden, diesen goldenen Mittelweg in der Hundeerziehung. Liebe Zuseher, falls Sie jetzt ein Problemchen mit Ihrem Hund haben sollten, blenden wir von der Regina die Homepage ein. Sie wird Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Da bin ich mir sicher. Also ich werde es sicher so machen und mit meiner Luna dort mal aufkreuzen. Regina, vielen Dank für deinen Danke Besuch. Danke dir. Vielleicht dürfen wir mal zuschauen, wie du trainierst. Jederzeit gerne. Sehr fein. Vielen Super. Dank, Regina. Gell? Vielen Dank. Baba. Baba. Katja und Mario kümmern sich derzeit um 15 Hunde. Da kann schon mal das Chaos ausbrechen. Wir haben für Sie die Rasselbande besucht und möchten Ihnen 3 aus der Bande vorstellen. Na und der erste, unser erster Schatz sozusagen, ist ein wahrer Schmusebär, wie man sieht. Liegt da hier schon wie ein Eisbär in der Mitte. Das wäre unser erster Hund, der zu vermitteln wäre. Ich habe ihn persönlich sofort ins Herz geschlossen. Ja. Näheres zu diesem Prachtkerl, zu Sandy? Kann ich sagen. Und zwar, das ist ein südrussischer Ovtschaka. Das ist ein Herdenschutzhund. Und sie ist ein sehr ruhiges Wesen eigentlich, was eigentlich so einen Herdenschutzhund gar nicht so ausmacht. Aber sie sucht sich halt auch ihre Besitzer ziemlich selbst aus. Ne? Also das heißt, sie ist am Anfang sehr verhalten und geht mit Abstand auf die Leute drauf zu. Und wenn sie merkt, die Leute sind okay, dann kommt sie auch ran, legt sich so hin und lässt sich auch streicheln. Weil wie gesagt, die Sigi, die kennt sie erst eine halbe Stunde oder so. Und ja, ich kann es eigentlich in Ruhe lassen. Die Sandy sollte zum Beispiel zu einer Familie mit Kindern. Am liebsten wäre es uns, wenn sie zu Leuten geht, die schon mit Herdenschutzhunden zu tun hatten. Weil das Problematische ist, wenn sie mal, ihr Rudel gefunden hat, ja, dann beschützt sie das auch. Und es ist auch ziemlich heftig dann, wie es beschützt. Und das muss man unter Kontrolle halten. Aber sonst an und für sich ein sehr ruhiger Hund, liebe Zuseher. Wie alt ist die Sandy? Ist jetzt 2 Jahre alt. Sie ist gechippt, geimpft, kastriert. Eigentlich soweit fertig, ja, und ja, dem steht eigentlich nichts mehr im Weg, ne? Falls Sie sich in diesen Schmusebären genauso verliebt haben wie wir, dann können Sie Kathi und Mario unter dieser Nummer erreichen. 0660 7633631. Oder Sie schreiben Mario einfach eine E-Mail. Zwergpinscher und lebt eben ebenfalls bei Kathi und Mario. Also er sollte eigentlich zur Familie mit Kindern kommen, weil er ist echt, wie gesagt, ein ganz zahmer Hund, der eigentlich keinem was zu leid tut oder sonst irgendwas. Ne? Er mag halt die Männer mehr, ja? Er ist halt mehr auf Männer fixiert. Warum, wissen wir nicht. Bei den Kindern wäre es schön. Weil er braucht viel Spielgefährten und er braucht auch die Beschäftigung, weil wenn er so alleine ist, dann fängt er halt an zu bellen und dann kriegt er Verlustängste und sowas. Ne? Und bei uns im Rudel, wie gesagt, bellt er absolut nur, wenn sie halt mal spielen. Aber sonst ist es echt der ruhigste Hund. Er kann auch alleine bleiben zu Hause. Ne? Also ganz problemlos und auch richtig. Die Größe ist gerade für einen Stadthund perfekt. Wenn Sie glauben, Rocky ist der richtige Hund für Sie, dann rufen Sie unter folgender Nummer an. 0660 7633631. Außerdem stehen Kathi und Mario Ihnen gerne für Ratschläge zur Verfügung.
Leider haben es nicht alle Hunde so gut wie bei Kathi und Mario. Gleich sehen Sie eine Reportage über Straßenhunde in Bulgarien. Das Hundzucht-Hütte-Team war im August in Bulgarien und bekam dort die Möglichkeit, die Tierschutzorganisation Animal Hope kennenzulernen. In der Stadt Plovdiv wurden sie von zwei freiwilligen Mitgliedern, Frau Albena Biandova und ihrer Tochter Anglika, empfangen. Wir haben mit ihnen über die aktuelle Problematik mit den Straßenhunden in Bulgarien gesprochen. Das Problem mit den Straßenhunden in Bulgarien ist sehr groß. Wir von Animal Hope wollen zusammen mit den staatlichen Tierschutzorganisationen zusammenarbeiten, um einen Weg zu finden, das Problem auf eine humane Art und Weise zu lösen. Die Anzahl der Straßenhunde wächst jedes Jahr, weil die meisten Hunde nicht kastriert worden sind. Die Organisation Animal Hope, die seit 3 Jahren aktiv ist, hat schon insgesamt 500 Hunde ins Ausland vermittelt und ihnen damit das Leben gerettet. Außerdem haben sie 1000 Hunde kastrieren lassen. Laut dem Gesetz müssen in Bulgarien Straßenhunde zuerst zu sogenannten Abfangstationen gebracht werden, wo sie kastriert, geimpft, gechippt und schließlich wieder am Abfangort freigelassen werden müssen, da die WHO diese Methode für die humanste hält. Leider sind in diesen Abfangstationen die hygienischen Bedingungen schlecht und Welpen können sehr schnell an Infektionen erkranken und sogar sterben. Da dort vor allem Leute arbeiten, die nicht wirklich an der Gesundheit der Hunde interessiert sind, sondern an ihrem Lohn, müssen die Hunde darunter leiden. Das größte Problem ist die Kastration, bei der viel zu unvorsichtig gearbeitet wird. In vielen Fällen sind die Hunde nicht richtig kastriert und somit noch zeugungsfähig. Oder sie verbluten sogar. 2012 waren die Tötungsstationen in Bulgarien noch legal. In diesen Stationen werden Hunde euthanisiert. Viele der Hunde waren neu gefangene Straßenhunde, die nur getötet wurden, um neuen Platz in der Abfangstation für andere zu schaffen. Da diese Methode sich auf Dauer als sehr kostspielig und qualvoll herausstellte, wurde die Tötungsstation in ganz Bulgarien unter der Aufsicht der WHO geschlossen. Beim dritten Hund unserer Sendung machen wir einen Ausflug zu 101 Dalmatiner. Der Medo ist einer davon, ein reinrassiger Dalmatiner, der leider ein Handicap hat, nämlich dass er taub ist. Er ist trotzdem sehr gelehrig, weil er hört auf Handzeichen, ne? Er macht Sitz, Platz und gibt auch Futter. Und wie gesagt, er ist halt so ein Typ, den man nicht von der Leine lassen sollte, weil er halt nichts hört. Ne? Den kann man rufen, wie man möchte. Der kommt nicht wieder. Ja. Eher ein sehr aufgeweckter Hund, würde ich sagen. Richtig, sehr liebenswerter. Genau. Sehr, sehr liebenswert, aber aufgeweckt. Also ich glaube, die Sportler unter den Hundefreunden können jetzt aufatmen und sich freuen. Und ein Hund für jeden Sport geeignet. Also richtig, also er braucht seine Bewegung. Ne? Und man sieht es ihm an, er ist sehr sportlich, sehr muskulös gebaut. Ne? Mhm, und er ist auch kastriert, gechippt, geimpft, weil ohne, wo er noch nicht kastriert war, war er halt überhaupt nicht zum Händeln. Ne? Also er hat also absolut. Hey, komm mal hier, da war also das Testosteron so stark, dass er einfach
gemacht hat, was er wollte, ja. Und jetzt ist es halt nach der Kastration ist es halt so schön geworden, ja. Und er ist auch wirklich sehr brav. Können Sie Medo ein neues Zuhause geben? Telefonnummer und E-Mail-Adresse sind jetzt eingeblendet. Das war die erste Ausgabe von Hund sucht Hütte. Falls dieses Mal nicht der richtige Hund für Sie dabei war oder Ihnen die Sendung einfach gut gefallen hat, dann schalten Sie das nächste Mal wieder ein bei Hund sucht Hütte.